Das sind auch wieder so eine der Matchups, wo ich so gar keine Ahnung habe. Also ich weiß ja bloß, dass Vorder und Downtilt eigentlich fast schon das Match auf Solve das machen, ne? Ich meine, das ist ja Boden, Luft. Ja. Eigentlich kommt halt nicht wirklich rein. So. Ja. Also ich glaube, im besten Fall kriegst du einen Crouch Cancel halt auf die Vorder oder auf das Downtilt und startest dann mit irgendwie ein Reversal, ein Grab, ein Down Smash. Ja, natürlich, wenn man Marth halt gut spaced, ist kind of cringe. True. Kann ja einfach gespaced Vorder machen und danach noch einen Downtilt dranhängen. Weiß ja nicht, wie gut man das punishen kann als Icy. Aber ja, sehr, sehr roughes Matchup. Dass ich auch ein Cyberdee helfen muss. Vor allem gut, wenn das Handy auch hier die ganze Zeit in Sicht. Ah, wegen Lieferando. Wegen Lieferando. Ja, ist richtig, Mann. Wir müssen dann wahrscheinlich so, dann kommt Terry kurz weg. Ja. Weil wir verhungern hier. Da hast du echt langsam gegessen. Das Schedule ist leider ein bisschen tight. Ich hatte heute zum Essen 3 Kaffees. Ja, okay, scheiße. Und jetzt die Spezi. Ah, nee, ich hatte hier noch einen Picker. Ja, das ist natürlich sehr, sehr nahrhaft. Oh, da. Bevor das Set startet, lass mich Pickups holen. Ja, mach ruhig. Ich geb dir auch noch die 580, Mann, hab ich ganz vergessen. Also gib mir 6 Euro. Ja. Gib dir 20 Cent zu. Digga, warum hast du so was und wir nicht? Mann! Nee, kannst du mir aber 2 Pickups holen? Oder soll ich was los? Danke. Nice. Du bist ein Schatziani. Wir müssen hier ein wichtiges Set kommentieren, Mali G-Pipe. Ich sag grad, es wäre noch Handroma, soll ich glaube, die starten. Nee, jetzt nicht. Starten die wohl. Sieht nach Handroma aus, auf eine Art. Ja. Aber das ist wohl tatsächlich Gameplay. Oh, da hat er die vorher zu tief rein in die Eis gemacht und wurde sofort gepunished dafür. Ja, Down Smash. Noch einer. Das war ein cooler Upfront, einfach nah an der Popo reingeworfen. Die sind ein bisschen risky. Aber wurde auch nicht dafür gepunished. Nana hat auch ihren Head gebonkt unter Battlefield, ist sofort gestorben. Ja, das ist auch okay. Ja. Oh, der wollte aber wahrscheinlich nicht runtersliden. Ja, der Grab, der war offensichtlich schon das Spot hat. Wen siehst du hier eigentlich als Favoriten? Auf jeden Fall G-Pipes. G-Pipes? Weil ich bin Mali-Fanboy. Ja, ich bin auch Mali-Fanboy. Ich würde mich freuen, wenn er gewinnt, aber. Ich glaube, die haben auch schon mal gespielt. G-Pipes hat, glaube ich, jedes Mal gewonnen. Ich glaube, das war tatsächlich immer close, oder? Also, es kann auch sein, dass es close war. Ich weiß bloß, dass G-Pipes gewonnen hat. Ich beliebe ihn mal, ey. Und bisher sieht er noch ganz gut aus? Weil ich habe gar nicht gesehen, wer den Stock genommen hat, als Popo, ne? Oh, was war das? Ja, das ist sick, oder? Weiß nicht, wie viel Absicht da drin steckt. Er war ein bisschen late auf dem Punish. Drückt den Down Smash. Ja, nee, das trifft nicht. Er will wirklich diese Down Smash haben. Aber so als Sopo, wie viele anderen Optionen hast du? Ja, das stimmt. Ja, das wäre zumindest die Prozente, ne? Und wenn er runterkommt von der Plattform, kann er versuchen, seine Vorderst zu schaden. Hm? Ich nehme einfach beide. Danke, okay. Willst du auch essen? Oh, ich habe gerade schon Pickup gegessen, aber danke. Geil, wir haben jetzt Essen. Zumindest vorübergehend. Ja, Nana ist tot, jetzt G-Pipes mit einem guten Lied. Ja, vor allem so, in manchen anderen Matchups kann so ein Super schon viel Arbeit machen, so gegen Spacey oder so, aber gegen Marth weiß ich ja, nicht. Ja, ich weiß also, auch also, gerade auf Low Percent, du hast halt nicht so wirklich Tech-Chase mit so Down-Smashes oder so. Ja. Hast vielleicht so ein True-Hit-Combo, ne, aus Down-Throw. Aber ich glaube, viel mehr auch nicht. Mhm. Also gegen Spacey kann man halt trotzdem so, wenn man so ein paar Reads hat, so viel mit Sopo machen, aber gegen Marv kriegst du einfach nichts. Ja, das ist true. Deswegen ist halt so viel wichtiger, dass Nana halt wirklich stickt. Ja, jetzt wird es langsam immer einseitiger. Armer Marley. Schön. Er hat es noch. Jetzt die Handoff. Ja, hätte er bis extend können. Auf eine Art war es ein Handoff. Ja. Ah, lässt es zurück. Hat Leute nicht genug Zeit, einen richtigen Edgeguard zu setup. Ja, die schönen gespaceden Forward, das sind auf jeden Fall hier der Schlüssel zum Sieg für die Vibes. Mhm.
Er macht auch irgendwie voll wenig Downtilt. Ich hätte eigentlich gedacht, so ein Jeep halt würde viel mehr Downtilten. Stimmt. Vor allem, wenn halt Marley einfach grounded spielt, was halt Isis machen. Weil ja. Die können down smashen. Ja, in der Luft haben sie ja bloß ab am Berg, ja. Nach vorne ist ja eigentlich nichts. Und vor allem so, warum solltest du gegen Marv contesten in der Luft, wenn er so ein swingy Schwert einfach hat und ich dann am besten auch irgendwie dann juggeln kann? Auch Marley hier nochmal mit einem guten Down Smash, aber bekommt leider nicht mehr. Das Geld ist von einem PF, hab ich da gedacht, 15 Euro. Ja, yeah. Das sind 14 Euro irgendwas, die bei 15, dann hat 2,50 gekostet. Ja, machen wir später. Und. Sieben. 7,50. Ja, mach ich. Paypal dir 7,50 und. So, am Kiosk sind meine 15 Euro. Danke. Dankeschön. Und geht wieder zurück zum Game. Essensangelegenheiten sind geklärt. Das ist eigentlich ganz ziemlich close, ne? Ich meine, mal jetzt eine Nana und G-Pipes ist tot. Also, wenn er jetzt den. Netz ist tot gleich. Was? What? Oh, what? Das war sick von G-Pipes. Er hat mir nicht gesagt, dass er da überlebt. Ja. Was? Ich habe das nicht mehr verstanden. Ich sag doch, believe in Marley. Jetzt ist wieder true. Sehr close. Ich dachte, es wird wirklich ein Blowout, muss ich sagen. Aber das ist viel closer als gedacht. Bringt Marley den Arcadian-Gewinner hier ganz schön zu schwitzen. Welcher Platz würde eigentlich Marley im Arcadian? Was meinst du? Welcher Platz Marley im Arcadian wurde? Hat der überhaupt mitgemacht? Gute Frage eigentlich. Ich meine, hätte, ne? Weil er war ja gestern da. Ja, der musste ja aber auch voll früh gehen, weil er auf irgendeine Hausparty wollte. Ach so. Ja, schade. Ja, das ist seine Energie gespart für die Playoffs. Ne? Aber es zahlt sich anscheinend aus. Ja, bisher. Oh. Beide Hits, immer sehr saftig. Ja, aber ich weiß noch nicht ganz, was man da macht als Icy's. Der meiste will halt mit Sofa halt irgendwie an die Dead. Oh nein, das ist so. Und dann mit Nana, falls er auf Onstage standet, halt F-Smashen oder so. Aber ja. Gegen Marv ist halt so ein bisschen tricky, weil du halt trotzdem so diese Timings an der Ledge hast als Sopo. Ist halt trotzdem, obwohl Sopo halt an der Ledge ist, halt trotzdem stallen kann, bis man halt hochrollt und dann trotzdem an die Ledge sweet spottet. Da kann Nana halt auch nicht mehr viel machen. Ja, aber es hat ja auch gutes Punish-Game, wenn Marv sozusagen dann auf die Stage raufkommt, ne? Weil man kann ja dann eine Hand-Off starten. Das ist ja eigentlich das Gute. Mhm. Bloß halt den Sweet Spot dann zu covern, das ist eigentlich eher das Problem. Ja, direkt auf Yoshis, ja. Ne, gibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Nana stirbt super early, Plattform, Höhe ziemlich nice für Marv. Ja, guter Tipper reicht natürlich auch hier ganz schnell aus. Oh, die Reverse-Backer sieht cool aus. Ich bin schade, dass man, wenn von diesem Eisblock gehittet wird, dass man danach immer noch die Ledge grabben kann. Das wäre da bestimmt noch besser. Digga, ein Glück nicht. Eigentlich nicht? Nee, wenn Eisen noch sowas geschenkt bekommen würde, bitte nicht. Ja, auch true. Ja, für Eis ist es kacke, aber gut für uns. Ja. Oh, schöner Ledge der Down Smash, das ist ziemlich clean aus. Ja, ich dachte nicht, dass G-Maps so struggle würde gegen Marley, aber. Oh, ja, was für ein Mash. Warum hat Marley nicht so Arcadian gewonnen? Ja, true. Eigentlich auch ein guter Bracket gewesen für ihn. Stark. Ja, Marley mit einem guten Lead und Nana immer noch im Play. Oh. Ja, dass er der Airdodge nicht bekommen hat, ist schade. Oh. Einfach die Ledge gets. Einfach gegrabt. Der G-Pi ist mit ein paar großen Flaps auf jeden Fall. Marley einfach zu gut. Ja, ich würde auch sagen, aber das Isis macht es dann auch mit dir. Irgendwann wird man ja auch ein bisschen nervöser und fängt dann schlechter zu spielen. Ja, Isis ist halt so ein richtiger Charakter, wo man im Match so am meisten showt. Ja, auf jeden Fall. Isis kann man so richtig in den Kopf rein. Oh, nice. F-Smash. Ja, nur noch ein Stock aufzuholen. Oh. Und Nana greift einfach stattdessen. Geil. Aber die Mashes scheinen auf jeden Fall sich auszuzahlen für G5s. Das würde Marley bestimmt noch viel mehr bekommen von den Handoffs. Und drei Nairs. Stark. Oh, nice. Das war ein kurzer Prozess für Nana. Aber mal schauen, ob wir den Sopo klarkommen. Ja, gut. So viel dazu. Das war auch sehr schnell. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt super gut für Marley und jetzt. G5s hat es wieder zurückgebracht. Ja. Und die Blizzards und die Eisblöcke scheinen echt Wunder zu wirken in Neutral für Marley. Weiß nicht, so. Kann Icy wirklich so Handoffs machen gegen Marv? Weil.
Male geht er für nichts. Also der macht nach dem Grab eigentlich nur ein F-Smash. Ja. So vielleicht kann man einfach nicht mehr machen, ne? Ich meine, manchmal halt Re-Grabs, ne, und sowas, aber... Da guckst schon ja, wieder. Hast du recht. Also wahrscheinlich geht's echt nicht. Ja. So. Oh, außer halt irgendwie eine Smash-Attack daraus zu bekommen. Aber es reicht anscheinend auf jeden Fall aus. Mann, wenn er gewinnt. Ja. Hab ich nicht gedacht, dass Marley eben so viele Probleme bereitet. Ich weiß halt auch nicht, wie Experience G-Pipe gegen Icy. Das ist halt auch immer die Sache. So, Icy profitiert halt auch sehr gut vom Matchup in Experience. Ja, auf jeden Fall. Weil so Icy einen halt schon hart punishen kann, wenn du so kurz auf Guard erwischt wirst mit dem DI, dann kommt so eine Down-Smash oder so. Ja. Du weißt nicht, wohin mit dir und stirbst einfach davon. Natürlich auch sehr schön. Ja, das auch. Also oder wenn du so eine Double Back Air kassierst, yeah, dann fühlt die richtig eklig an. Ja, yeah, auf jeden Fall. So, Leute dachten so, Wobbling ist das eklige am Charakter, aber es sind legitim so diese anderen Sachen. So, wenn du so von Double Up Air so gepokt bist und danach so eine Double Back Air kommt oder so eine Smash Attack, ja, also aus dem Nichts. Die zwei Stufen Holz immer machen recht Schaden. Das ist so viel tiltender als jeder Wobble. Der war sehr stark von Marley. 2-0. Ich weiß so gar nicht, wo G-Pipe jetzt hin soll, weil Close Range hat anscheinend nicht so gut funktioniert. Vielleicht wieder zurück zu Battlefield für die Plattform, aber Vielleicht Dream, vielleicht braucht er mehr Space, aber... Ja, aber Dreamland als Marv, ja. Aber er spielt das Matchup, er geht wieder Yoshis. Ja. Vielleicht muss er es einfach besser machen, denkt er sich. Ja, ich meine, Yoshi ist an sich ja auch ein super Counterpick. Ja, ja. Ja, es fängt auch an, mehr so Downhitten, schön. Und es ist halt vor allem auch immer so die Frage, so spiele ich das Matchup oder spiele ich das, wo ich mich wohlfühle? Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du so auf deinem guten Counterpick halt verlierst. Ja. So dir denkst so, ah, ich fühle mich eigentlich unwohl auf der Stage zu spielen, aber es sollte doch eigentlich die beste sein. Ja, dann gehe ich immer direkt zu Battlefield, wenn es nicht klappt. Ja, aber G5 ist auf jeden Fall benutzt trotzdem jetzt hier nochmal die Yoshis Counterpick. Und die Downhits, die er macht, sieht super rough aus für Icy's. Also wenn Marv anfängt, statt nur einem einfach zwei hintereinander zu machen. Oh mein Gott. Oh, oh nein. What? Und das muss schmerzen. Erstmal dieser Nana-F-Mesh und dann diese Backer. Ja. Das hat er nicht kommen gesehen. Aber G5, oh mein Gott. Er möchte einfach nur downtilten, aber Marley steht einfach nur da. Ja, aber diese Double-Downtilt, ne? Oh, das kann scary werden. F-Mesh. Ja. Oh, ich dachte, der stimmt. Abtilt? Killt noch nicht. Was? Normalerweise recovered Nana richtig easy mit Rampel, aber... Ja? Okay. Die können einfach ruhig die Truppe landen. Okay, fair. Ich dachte mal, dass sie dann einfach vorbeispringt an der Stage, um einfach nur mal auf Rampel zu landen. Ich glaube, normalerweise hat die kein Problem damit, auf Rampel zu landen und dann noch normal zu recovern. Ja. Ja, aber jetzt vielleicht kommt auch immer auf die Richtung an, wohin Rampel geht. Ja, das ist auch true. Auf jeden Fall auch der erste Lead jetzt für G-Pipes. Aber jetzt macht er auch mehr Downtilts. Ja. Das Hypey weiß ich leider nicht so ganz. Das war's. Ja. Oh, schon wieder ein Early Stock, ne? Ja. Ja. Bei 70% Nachhit. Ja. Nee, das möchte man bekommen als Eis gegen Marvin. Schön. Oh ja, die Get Up Attack ist einer der besten, finde ich, ne? Also dieser zweite Hit hat so viel Range. Ja, Get Up Attack allgemein gegen Icy ist halt super gut. Ja. Er ist schuld zum Splitten einfach, ne? Weil Nana ist ja nie bereit. Ja, ja. Ich meine, selbst wenn du trotzdem gegrappt wirst oder so, was halt eh schon super hart ist, so. Meistens sind die irgendwie separated. Dann kriegt man eventuell nicht so viel raus. Ja, jetzt dead even und? Oh, wollte zu viel. Ja, es geht noch weiter. Normal hätte auch einfach Downer machen können, aber hätte er Crouch canceln können. Ah, das ist viel. Schade, aber er war bei über 100%. Also. Ja. Hätte schlimmer sein können. Oh, hätte er den ersten getroffen? Ja, genau. Crouch Cancel hätte er direkt downswashen können. Oh, jetzt kommt der Up-Air-Juggle. Up-Tilt-Juggle. Oh, Nana interrupted. Ja. Mit dem Jab. Leider nicht genug. Sie gibt ihr Bestes, okay? Ja, true. Aber es reicht meistens leider nicht aus. Oh, sie hatte keinen Jump mehr? Weird. Ja, das ist es. Ja, stark und G5, hat sich wohl doch ausgezahlt, zurückzugehen. Aber jetzt kommt aber wahrscheinlich FD. Ja, zweimal FD. Aber der G5, also wenn er es erst. Ich meine, es ist nicht so schlimm wahrscheinlich wie gegen Spaceys, ja, dieser Counterpick. Sagen. Aber wahrscheinlich trotzdem nicht geil. Ich meine, Marv ist ja auch einer der besten Charaktere auf FD einfach. Ja, ja. Im Allgemeinen so, ne? Also ich glaube, der Counterpick kann gar nicht so stark sein. Aber bestimmt ausreichend, dass man schon raufgehen würde. Es ist halt so hart reinzukommen. Ja. Ja, stimmt, aber ich glaube, Dreamland ist schlimmer für Icy's, ne? Weil die Plattformen sind bestimmt schlimmer.
ist einfach nicht so schön mit so Dealen gegen Marv. Nice ist SCR. Ja, genau, ist hinter ihm gelandet, ne? Hat Marley wahrscheinlich auch nicht kommen sehen. Oh, Nana, so ein juicy getippert. Ja, und so eine SDI auf der Downer macht echt viel aus, sonst wäre jetzt in einer größeren Combo drin gewesen, vielleicht auf Stage. G-Pipes hat endlich auch den C-Stick entdeckt. Ja, true. Ja, das ist ja gegen Bob Target, hat er auf jeden Fall Level abgegeben. Schön. Ja, da kann er schön safe spielen, ja, die Downtills. Ich meine, was macht er? Also, sollen sie dann rollen? Wahrscheinlich. Ja, easy Edgeguard. Ja. Da kann er eigentlich nicht mehr so viel machen, ne? Ja. So, gegen andere Charaktere hat man halt so irgendwelche Mix-Ups, so Marv mit seiner Range und so, kann halt. Ja, wirklich. Eigentlich ist er so viel besser Edgeguarden. Oh, und jetzt bekommt er diesmal die Sweet Spot ab wie mit dem Down Smash, aber ich glaube, es war auch kein richtiger Sweet Spot. Wahrscheinlich nicht. Das hätte es nicht gemacht. Oh, diese Bagger war cool. Ja, die war richtig cool. Ja, aber was macht er gegen die Down Tilt? Ne? Aber der Blizzard, ne? Ich glaube, der ist dann einfach die Lösung. Oh, schöner Overshoot. Half-Smash, ja, Mann. Ja. Noch einer? Nee, ja, er weiß mehr. Ja, diese Downtails. Wenn er einfach mehr als eins macht, dann gibt es keinen Ausweg mehr. Oh, und einfach runtergeschubst. Schlimmer ist die. Nein, das ist so eklig, mal. Wenn du runtergeschubst wirst und dann eigentlich so Wave-Dashen willst, ja, und dann einfach stirbst. Nee, das passiert mir so. Oh ja, das ist Damage. Iceblock. Aber er kann immer noch grabben. Ja, schön. Auf jeden Fall immer noch sehr even. Ja, sehr competitive zwischen den beiden. Schöner Down Smash. Oh. Ja, die Side B war interessant. Oh, und schon wieder der Blizzard. Ist dann wohl doch der Counter von Isis gegen Downtick. Aber muss man auch erstmal setupen. Okay, Up Smash. Ja, wieder auf Stage. Kann er nicht so viel machen. Er ist einfach geduldig, er macht nichts anderes. Er weiß, ey, du bist dann in der Corner, bisschen awkward für dich. Ja. Ich downtilt einfach weiter. Also, was willst du machen? Willst du durchgehen? Willst du irgendwie drüber springen oder so? Kann er halt auch nicht machen. Genau, weil so Air Mobility und so, Luftoption von Icy. Nicht gut, vor allem um irgendwie so zurückzukommen, Stage zu holen. Ja. Oh, weil er einfach Sobo geht und der. Dann ist er beide tot. Okay, aber Marley spielt das auch richtig schön. Er lässt sich auf jeden Fall nicht aus der Fassung bringen und Down Smash stoppen. Ja. Wenn er einmal gedownt wird, würde es egal, geht er einfach nochmal rein für den Down Smash. Oh ja, Marsport Dodge leider echt nicht so gut. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, das ist gerade der Winner-Stock für G-Pipes, ne? Oh, wird eingefroren. Ja, konnte sich nicht entscheiden, oder? Oder was? Er wusste nicht, auf wen er gehen soll. Ja. Das ist auch manchmal so richtig schwer einzuschätzen, sag ich, auf Foko oder auf Nana. Ja. Ich wäre, glaube ich, auch auf Sobo gegangen. Oh, das ist scary, wenn die Ice einfach nur so rumwave-dashen. Okay, aber der F-Mesh klärt wie immer. Oh, Double Down Smash. Oh, oh. Ist das ein Upset? Oh, oh Gott, Marley, was? Das war actually richtig gut. Also, ich glaube, so in den vorherigen Situationen hat Marley eigentlich immer so gewartet, so bis Marv so nach unten droppt. Ja. Und Marv hat dementsprechend halt nie was gemacht. Aber so dieses Mal, gerade wo es wichtig war, okay, ich call es jetzt out, dass du wahrscheinlich einfach weiter nach unten droppen willst und sonst halt keine Option machst. Ich backe dich einfach. Ja, es war sick von Marley, also wirklich unerwartet. Mein Jeep hat auf jeden Fall das letzte Mal gewonnen. Und damit ist dann Marley eine Runde weiter und G-Pipes erkennt den Gewinner ein Loser.